Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten heute zum Tag 2 der ADAC Oldtimer Fahrt hier am Dorint Hotel in Oberursel. Es geht wieder auf die Strecke. Heute geht es in den Taunus rein. Wir haben schon gehört, es wird wunderschöne Strecken geben. Der Tag heute, das Wetter grandios. Also es soll der wärmste Tag des Jahres werden. Wir freuen uns natürlich alle, weil wer ist hier schon mit Klimaanlage unterwegs? Ich habe auch extra die kurzen Hosen angezogen. Noch nicht. Auf jeden Fall bleibt dabei und wir berichten euch von der Strecke. Bis später. Und weil Romeo und Julia so gut zusammenpassen bei Shakespeare, wurden dann diese Fahrzeuge Julia genannt. Also ein richtiges Auto, ganz staubig ist er von der Fahrt geworden. Gestern war er noch ganz makellos gewaschen. Marco Bohlen und Gisela Bohlen mit dem Kadett aus 91. Das ist der DSi und zwar mit 16 Ventilmotor. Tag 2 der ADAC Oldtimer Fahrt Hessen-Thüringen. Wir sind heute Morgen schon wunderschöne Strecken gefahren, sind jetzt hier gerade in Wetzlar, hatten eine Durchgangskontrolle gehabt im wunderschönen Stadtkern, waren in Weilburg gewesen, Stadtkern, und hier ist jetzt gerade im Leitzpark Wetzlar eine wunderschöne Sollzeitprüfung mit 3 Lichtschranken. Heißt in dem Fall, wir starten an der ersten Lichtschranke und das Ziel von der ersten Lichtschranke löst den Start von der zweiten Lichtschranke aus und so weiter. Also eine wunderschöne Aufgabe und man muss natürlich aufpassen, wie kommt man durch die Lichtschranken durch. Nimmt man die erste Lichtschranke zu spät, muss man die zweite und die dritte Lichtschranke auch zu spät nehmen, um wirklich dann wieder auf die 0 Hundertstel oder 0 Zehntel Sekunde zu kommen. Wir sind schon gefahren, wir sind auf das Ergebnis gespannt und jetzt geht es gleich weiter in die Mittagspause. Wie gefällt es euch bis jetzt? Super. Also abgesehen von den Temperaturen ist es natürlich extrem heute. Gestern war es super angenehm mit offenen Fenstern, das ist ähnlich wie Cabrio fahren. Heute ist es sehr, sehr heiß, aber wenn es rollt, läuft es super. Ich habe auch gesehen, du hast passend die Hose an zur Farbe vom Auto. Genau, Flower Power. Wir fahren auch im Team und unser Team heißt Love, Peace and Happiness. Sehr geil. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank. Danke. Wunderschön ausgesucht, die Sonne war ein bisschen stark. Super, super Wetter, super Strecke, alles optimal. Passt alles. Sehr schön. Ja, wir haben die ADAC Oldtimer-Fahrt hinter uns, sind jetzt auf der Abendveranstaltung. Neben mir steht der René Burkhardt vom ADAC Motorsport. René, du warst heute auch mit auf der Strecke gewesen. Ja. Wie war es für dich gewesen, mit unterwegs sein mit den Oldtimern? Fantastisch. Also wir haben das Glück gehabt, wir hatten super Wetter und wir haben super schöne Autos bei der Veranstaltung gehabt. Die Strecken waren einfach vorbildlich ausgesucht, super. Wir haben wirklich im Umfeld tolle Sachen fürs Auge gehabt und es war einfach fantastisch, ja, muss man sagen. Es waren geile Oldtimer mit auf der Strecke gewesen. Definitiv. Von Opel. Opel hat ja einige Oldtimer auch gestellt. Ja. Wirkliche Kultautos, die dabei gewesen sind. Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel an den Ascona, der hinter uns und vor uns herfuhr. Es war einfach eine riesen Party gewesen auf der Straße auch. Und dann durch Weilburg durch und über die Brücke drüber, was auch gesagt wurde. Ja. Gigantisch. Ja. Bei dem Wetter natürlich Bombe. Ja. Also die Autos waren wirklich fantastisch und wie du schon gesagt hast, die sind mal vor uns gefahren, mal hinter uns gefahren. Es war wirklich also super interessant und man hat immer ein Lachen gekriegt oder man hat ein Winken gekriegt. Das war einfach Party pur. Absolut. Ja.
Das Ganze heute war ja auch schon in den Stories gewesen auf eurem Kanal ADAC Hessen Thüringen. Auf Instagram, auf Facebook konnte man es auch mitverfolgen. Ja. Wir haben es natürlich auch auf Instagram und Facebook mitgeteilt, was wir auf der Strecke erlebt haben. Und an der Stelle, das solltet ihr auf jeden Fall liken, den Kanal von Instagram, Facebook, weil da wird noch einiges passieren. Ja. Zum Thema einiges passieren. Ihr habt ja jetzt auch noch im Herbst euer Youngtimer-Event an der Klassik genau, statt. Genau, ne? Richtig, ja. Das ist auch mittlerweile schon ausgebucht. Wir haben also so viele Anmeldungen schon. Ja. Und man darf nicht vergessen, die Youngtimer werden auch irgendwann Oldtimer. Richtig. Also die Faszination ist da und wir hoffen, dass wir das weiter so begleiten dürfen und die Fahrer und die Fahrzeuge, ich habe es vorhin gerade gesagt, die uns die Augen streicheln, dass wir die weiter haben dürfen. Ja. Absolut. Ja. Das macht auch eine Riesenlaune. Da sind wir auch wieder mit auf der Strecke. Da haben wir schon mit Olli geredet und haben gesagt, hey, da fahren wir mit, da wollen dann wir auch wir wieder ein Video wieder. Machen, da sehen wir uns wieder. Ja. Bist du auch mit auf der Strecke? Ja, definitiv, ja. Sehr ja, geil. So, jetzt machen wir das Ganze nach dem Motto, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. In dem Fall heute hier die Abendveranstaltung. Wir machen die Kamera aus, verabschieden uns von der ADAC Ultramar-Fahrt. Ja. Und vergesst nicht, auf YouTube einen Daumen zu drücken, ein Abo zu drücken. Und ich sage, René, komm, wir gehen ein Bier trinken. Ja, das machen wir. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.